Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer. Und heute geht es um ein neues, cooles Gadget, was ich mir gekauft habe. Und zwar nennt sich dieses Gadget Burp. Und das sieht folgendermaßen aus. Das ist der Burp. Und der ist praktisch ja ein Ansatztrainer, so wird er genannt. Also er ist im Grunde genommen dafür da, dass man darauf Mundstück buzzen kann. Und ich habe ihn bei einigen Touristen gesehen im Netz. Viele bei Instagram zum Beispiel benutzen ihn. Und dann habe ich gedacht, das muss ich ausprobieren, weil ich finde das Konzept echt gut. Und dann habe ich ihn mir bestellt. Und jetzt habe ich ihn ein paar Tage ausprobiert. Und jetzt kommt hier meine Review. Außerdem erfährst du in diesem Video, was ich von dem, na, ich sag mal vielleicht Konkurrenzprodukt, von dem Buzzer halte. Das ist dieses kleine Gerät aus Holz. Dass er ja auch ein Mundstück-Ansatztrainer ist, also mit dem man auch buzzen kann, das verrate ich dir auch in diesem Video. Und wenn dir Videos zum Thema Gadgets gefallen, dann lass doch jetzt bitte einen Daumen hoch da und schreibe einen Kommentar unter das Video, vielleicht welches Gadget ich als nächstes testen soll. So, dann geht's los. Was ist überhaupt der Burp? Der Burp ist hier so ein kleines Plastikteil. Das ist im Grunde genommen einfach verarbeitet, es ist nichts besonders Hochwertiges oder so, sondern es ist einfach ein kleines Plastikrohr, was man an sein Mundrohr dran schraubt. Und in dieses Plastikrohr kann man eben sein Mundstück reinstecken und dann kann man darauf buzzen. So. Außerdem hat man hier noch diese Schraube, diese Mutter, die man eben verschieben kann. Und man kann eben den Widerstand einstellen. Wenn man sie nach oben schiebt, sind alle Löcher offen, kein Widerstand, dann ist es natürlich am schwersten zu buzzen. Dann ist es so, als würde man einfach auf dem Mundstück buzzen. Dann kann man die oberen Löcher zumachen, dann ist der Widerstand etwas größer. Was einem besonders in der Tiefe dann natürlich mehr erlaubt, besser zu buzzen. Und man kann auch noch den Ring nach ganz unten machen, dann sind die unteren Löcher zu, dann ist der Widerstand am größten. Dann geht eben auch tiefes Buzzen noch sehr gut. Ja, das ist erstmal ganz simpel die Funktionsweise. Der Buzzer kostet so ungefähr 20 bis 30 Euro, je nachdem, wo man ihn bestellt. Und ich sag mal, das Material ist so viel nicht wert, aber das, was du kaufst, ist natürlich die Idee. Und ich finde die Idee sehr gut und ich bin auch nicht fähig, mir das irgendwie selbst zu Hause nachzubauen. Mag ja welche geben, die das können. Die können das natürlich selbst machen. Genau. Von der Qualität her denke ich trotzdem, dass es so ist, dass er gut hält. Hier unten diese Schraube, die ist praktisch gut verankert im Plastik. Das funktioniert alles, also ich glaube, das dürfte kein Problem sein. So, wie setzt man den Buzzer jetzt ein? Den Burp meine ich natürlich, nicht den Buzzer. Das Tolle ist, gegenüber dem normalen Mundstückbuzzen, dass du die Tuba in der Hand behalten kannst. Das heißt, du kannst etwas spielen, zum Beispiel eine Tonleiter. Jetzt hast du festgestellt, okay, ich bin noch nicht so hundertprozentig zufrieden mit den Tönen und jetzt kann ich sie einmal buzzen. Spiele ich sie nochmal. Jetzt merke ich zum Beispiel, und das ist jetzt praktisch der absolute Clou halt bei dem Ding, dass meine Finger noch nicht ganz synchron waren. Das heißt, ich kann jetzt das Ding hier reinstecken, kann das nochmal ausprobieren mit Buzzing. Praktisch also die Zunge und die Lippen und so weiter besser koordinieren und kann dann gleichzeitig noch mitgreifen. Okay, jetzt habe ich extra darauf geachtet, was die Finger machen und dann kann ich nochmal spielen. Das ist das Tolle bei dem Buzzer, das heißt, ich kann praktisch direkt während dem Spielen auf das Buzzen wechseln. Und das bei dem Burp meine ich natürlich, Entschuldigung. Ich kann direkt während dem Spielen auf den Burp wechseln und kann dann buzzen. Und ich könnte natürlich auch sagen, ja, ich buzze dann einfach so, ne? Also irgendwie ich spiele die Tonleiter.
spiele ich. Aber wenn ich das mache, kann ich eben nicht mitgreifen. Und das ist meines Erachtens auch der große Vorteil gegenüber dem Buzzer. Also der Burp, man kann mitgreifen, hat das Ding direkt am Mundrohr. Es fühlt sich an wie Spielen, man denkt gar nicht, dass man buzzt. Und trotzdem trainiert man eben besonders die Zunge, weil die Zunge das eben noch genauer machen muss, wenn man das Instrument nicht zur Hilfe nimmt. Der Buzzer hingegen ist einfach nur ein Holzröhrchen, wo man eben auch den Widerstand verändern kann. Das ist natürlich gut, dass man den Widerstand verändern kann, um dann damit zu buzzern. Aber das, was man mit dem Buzzer machen kann, kann man auch genauso einfach mit dem Finger machen und kann einfach mit dem Finger mehr oder weniger Widerstand machen, kann ganz zuhalten oder sonst irgendwas. Also dementsprechend halte ich von dem Buzzer nicht ganz so viel. Den Burp hingegen finde ich echt super. Das war auch der Grund, weswegen ich mir den Burp gekauft habe. Und ich habe ihn jetzt auch schon eingesetzt. Habe jetzt angefangen, die erste Cello-Suite von Johann Sebastian Bach zu spielen, und zwar das Präludium daraus. Und da sind so super große Tonsprünge drin, also große Bindungen. Und so weiter. Und du merkst, es fällt mir unglaublich schwer, das zu binden. Und wenn man das dann mal durchbasst, und so weiter, dann fällt es einem danach auf dem Instrument tatsächlich ein bisschen leichter. Also das war jetzt schon viel besser als der erste Versuch. Natürlich ein bisschen üben muss ich noch, habe ja gerade erst damit angefangen. Genau, das ist das, ja, die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Ich finde das Produkt sehr, sehr gut. Ich finde auch, dass es sein Geld wert ist, auch wenn man natürlich sagen muss, dass es ein einfaches Plastikteil ist und dass man das sicherlich von den Produktionskosten her auch für einen Fünfer verscherbeln könnte. Aber es ist ja eben auch ein Teil für Tuba und das ist immer irgendwie, ja, ist ein kleiner Markt, da muss man die Sachen ein bisschen teurer verkaufen. Und von daher finde ich, dass es sein Geld wert ist und ja, ich finde es ganz gut. Jetzt die Frage, hast du Erfahrung mit Burp oder auch vielleicht mit dem Buzzer? Also der Buzzer ist jetzt bei mir ja nicht so gut weggekommen, vielleicht findest du den besser. Ja, dann hinterlass doch einfach einen Kommentar unter dem Video. Abonniert hast du ja schon, oder? Und dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Tuba üben und tschüss.